Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy 7. Mein Name ist Julian und wir zocken. Ja, Crisis Core Final Fantasy 7 bei Julian Entertainment. Das dürfte Folge 38 sein. Und ihr wisst genau, wo wir weitermachen. Herr Midgars städtische Entwicklung. Das machen wir ja auch kurz fertig. Dann haben wir gleich 30% Missionen erreicht. Bei 38 Folgen. Naja. Geht auch ein bisschen schneller, aber. Nein, beziehungsweise was heißt geht schneller, aber. Es würde schneller gehen, wenn ich die Mission nicht alle onscreen machen würde, aber das habe ich mir nur mal vorgenommen, dann mache ich das jetzt auch. Oh, Jungs, ey. Ihr seid echt ganz schön nervig, muss ich ja mal sagen. Und dann gebt ihr auch noch nur so was Sinnfreies irgendwie als Belohnung ab. Kann mal jemand sagen, wo der Endgegner ist? Ah, da hinten. Oh Gott, diese Typ Viecher sind echt nervig. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber was soll's, wir müssen es besiegen. Werden auf dem Weg noch drei Gegnergruppen begegnen wahrscheinlich. Oh yeah. Ach, Jungs. Oh yeah. Oh, ich wollte nicht umarmt werden von euch. Du kommst genau richtig. Bring Level mit und die Attacke bitte. Oh ja, Schokobo. Ja, Schokobo ist auch cool. Komm. Allerdings könnte echt jetzt mal wieder ein Levelaufstieg kommen. Gut, wir hatten zwar einige in den Folgen, bevor ich diese Aufnahmepause jetzt hatte, aber wir haben auch sehr viele SP generiert da. Die Folge, die heute online gegangen ist, die heißt sogar SP-Generation. Oder Generierung, so. Ich hatte sie erst SP-Generation genannt, meinte damit Generierung, aber war mir nicht bewusst, dass Generation irgendwie was komplett anderes ist. Da haben wir jetzt ein sehr interessantes Item bekommen. Allgemein sehr interessanter Missionsstrang, merke ich gerade. Können Sie das Ganze mal angucken, was das ist? Gucken uns das einfach hier mal an. Hier, Lehre der Ärzte. Es wird automatisch ein Potion benutzt, wenn die TP im kritischen Bereich sind. Ganz ehrlich, das ist durchaus praktisch, aber das brauche ich jetzt hier bei solchen Missionen einfach noch nicht. Deswegen werde ich es draußen lassen und lieber meine Konstitution ein bisschen trainieren. Die Stadt im Untergrund. Das hier ist keine Stadt. Das ist auch ein bisschen schlecht gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, dass da ja, hier immer die gleichen 7, 8 Regionen kommen, in denen man dann einfach irgendwelche x-beliebige Monster killt, x-beliebige Lohnung bekommt und das sind dann 300 Missionen. Das finde ich ist ein bisschen, naja, als hätten sie irgendwie sich gesagt, komm, die Story ist zu kurz, wir bauen Missionen ein. Und es ist ihnen dann auch halt schlecht gelungen, das ist es, was ich sagen wollte, so. Aber dennoch macht mir das Spiel Spaß und wir machen auch tatsächlich sogar die Missionen einigermaßen Spaß. Also es hält sich einigermaßen in Grenzen, aber es ist nicht so tragisch. MP-Verstärker. Haben wir eigentlich schon MP-Verstärker? Ich meine so. MP-Verstärker. Okay, das war der erste MP-Verstärker Plus. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall uns mal reinknüppeln hier. Ausrüstung. Mache ich einfach mal statt Vitaga. Ich brauche es momentan echt nicht. MP-Verstärker Plus. Activating Combat Mode.
so, dich hier von hinten, damit du möglichst schnell weg bist. Okay, das war's schon. Mondhafer, auch wieder so ein Fusionsgegenstand. Sektor 6 Accessoire-Laden erhalten. Das ist der... Ihr habt schon gesehen, jeder zweiten Mission haben wir sowas bekommen. Ja, das war wieder nur die Stadtplanung, dankt ihnen und hast du nicht gesehen. Sektor 6 Accessoire-Laden. Komplett sinnlose Sachen. Bronzereif, Bronzearmband, Schokoboarmband, Manschette, Schutzweste, Ohrring, Amulett haben wir alle schon 3 Milliarden mal gehabt. Größtenteils auch schon verkauft, zigmal. Aber naja, macht ja nichts. Kann man schon... Bekommt man jetzt da von euch was von euch, oder... Okay, nee. Aber achso, aber da stand gerade noch eine Mission erweitert, oder? Wie haben wir das? Sekt der Aufräumer? Nee, das war's nicht. Hm? Nö. Und da wir kein Level aufgestiegen sind, können wir hier auch nicht weitermachen. Zumindest wenn ich nach meiner Prämisse gehe, dass wir nur weitermachen, wenn ich, nicht mehr extrem bin, die ich ja auch erst ein oder zweimal gebrochen habe, nur um was auszuprobieren. So. Ihr könnt euch vielleicht an diese Fanclub-Damen erinnern. Ey, hallo. Das war die von Genesis, oder? Yep. Die schreibt rote Zahlen mit ihrem Fanclub. Das Leben von ihr hat ihren Sinn verloren, weil Angelia nicht mehr da ist. Was hat Sephiroth-Fan? Irgendwo in Midgar soll es einen Sephiroth-Premium-Club namens Silberelite geben. Sie rastet hier vollkommen aus, weil sie Mitglied der Silber-Ecke werden, der Silber-Elite werden möchte. War eigentlich auch noch was. Huch. Puh, ich dachte schon, du wärst einer von Shinras Terriern. Ich werde von einem Shinra-Wachmann verfolgt. Wenn du weiter hier rumstehst, dann falle ich noch auf. Hau ab. Nun, ja, Verbrecher sehen sie wirklich nicht aus. Ich lasse ihn laufen. Ein Journalist. So, und von dem bekommen wir jetzt gelegentlich so interessante Mails, die einfach so ein bisschen das Geheimnis der abgelegenen Fabrik. Zwielichtige Experimente mit Angel und Genesis, ja, das wissen wir eigentlich selbst schon, aber naja. So, ey, hier gibt einen storytechnisch relevanten Hinweis, nachdem ich nämlich Missionen, ich glaube, ja, diese Monster Midgar, diese 6 Stück, besiegt habe. Er sagt dann, der Planet schwebt in höchster Gefahr. Bist du etwa ein Mitglied von dieser Avalanche-Gruppierung, von der seit kurzem alle reden? Das ist halt eine Anspielung. Muss man Final Fantasy 7, die sagen, sie kämpfen für den Planeten, doch ihr Mittel ist Mord. Das macht sie keinen dort besser als Shinra. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Passage, die er hier rauslässt, finde ich. Kann man sich ja mal geben bei Gelegenheit, also durchlesen. War jetzt nicht wirklich viel, aber halt interessant, wie ich finde. Und diese Avalanche-Gruppierung, da habe ich jetzt auch zu wenig Informationen für. Ich habe Final Fantasy VII ja gespielt und auch durchgespielt, aber ich habe einfach zu wenig Erinnerungen dran. Analyse ist überfalls auf Midgar. Hat Heidegger, der Direktor der Sicherheitsabteilung, geschrieben, einfach eine Analyse des Überfalls, der auf uns eingegangen ist, welche die Phasen waren und so weiter und so fort. Könnt ihr euch durchlesen, wenn es euch interessiert. Ich werde es nicht vorlesen, weil es nicht unbedingt so wichtig war.
So, was gibt's jetzt hier in der Loveless-Chaussee so, Chaussee so zu sehen? Hier ist ein weiterer Genesis-Fan, der uns eine Mail schickt, beziehungsweise die. Das Geheimnis des letzten Aktes. Es geht um Loveless, dieses Epos, was ich auswendig kann. Die vom Arbeitskreis kompilierte und in Eigenregie herausgegebene Sammlung Genesis-Thesen hat sich zu einem Bestseller entwickelt. Getragen von dieser Erfolgswelle wollen wir das Studium des letzten Aktes noch weiter vertiefen, der nämlich verschollen ist, der letzte Akt. Die größte Frage, wie der letzte Akt aufwirft, ist, was mit dieser Welt passiert, nachdem das Geschenk der Göttin sie beseelt hat. Wichtig ist an dieser Stelle die Interpretation der Göttin selbst, doch die Meinungen der Gelehrten klaffen diesen Punkt weit auseinander. Die Mail ist jetzt irgendwie ein Genesianer genannt. Ach ja, war ja auch ein Genesis-Fan, ist ja auch Quatsch. So. Jetzt geht's noch um eine kleine Missionsstrang, sage ich mal. Den dieser hier auslöst. Also eine Missionsstrang nicht, aber... Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, Zack. Überbleibsel der Wutai-Rebellen planen, sich in einer Anti-Shinra-Gruppierung neu zu formatieren. Oder zu formieren. Die Wutaianer, ist das dein Ernst? Leider ja. Spione sind nach Midka eingedrungen. 6 Spione halten sich irgendwo in der Stadt auf. Ich helfe euch bei der Suche. Wir haben herausgefunden, dass er in Sektor 8 eingedrungen ist. Also, wenn du auf jemanden Auffälliges triffst, weißt du Bescheid. Und denk daran, die Wutaianer sind Meister der Verkleidung. Lass dich nicht von ihrem Äußeren in die Irre leiten. Die Jagd nach den Wutai-Spionen. Über Midgar verstreut halten sich 6 als normale Bürger verkleidete Wutai-Spione auf. Ziel ist es, diese Spione zu finden, um sie über den Verbleib der Lunaris-Einheit auszufragen. Das ist jetzt, naja, so eine Art Missionsstrang. Ich glaube, der erste war entweder hier rechts oder hier links. Rechts ist niemand. Typ mit dem Auto ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist dieser hier. Bist du von Soldat? Das kann man halt dadurch immer relativ leicht erkennen. Die ersten sind noch ziemlich einfach, weil die halt einfach, sich ein bisschen auffällig benehmen. Was willst du? Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht ansprechen. Verdammt, ich bin entdeckt. Hier ist Zack, ich habe einen Wutai-Spion enttarnt. Du entkommst mir nicht. Das ist mal ganz cool. Dann ist hier so ein Hindernis und danach, zack. Vor allem hat er seine Waffe rausgepackt und was weiß ich alles, was eben noch gar nicht da gewesen sein kann. Der zweite Kandidat in einer Shinra-Uniform gekleidet war in das Shinra-Gebäude eingedrungen. Sektor 8 haben wir bereits komplett abgegrast, sind aber leider nicht fündig geworden. Jetzt, wo seine Tarnung aufgeflogen ist, wird er sich vermutlich nicht mehr in der Nähe des Gebäudes, in die Nähe des Gebäudes trauen. Ja, ich glaube, da können wir jetzt erstmalig wieder Richtung Aerith gehen. Denn wenn er hier direkt aus der direkten Stadt raus ist, dann wird er nicht mehr hier sein, sondern woanders. Alles klar, das macht irgendwo Sinn. Ich glaube, da oben geht's aus der Stadt raus. Ich bin nicht irre. Wäre sonst eine ziemlich elende Raterei, wenn man sich so ein paar Sachen nicht notiert hätte. Ist es er hier gewesen oder wie war das? Kann ich nicht hier mit dem Zug irgendwie fahren? War das nicht so? Die fahre ich noch gleich mit dem Zug. Ach so, hier, okay. Ups, Zwischensequenz. Angie, wo hast du gesteckt? Tut mir leid, ich bin ein beschäftigter Mann. Ja klar, Sephiroth lässt sich auch nicht mehr blicken. Genesis und Holländer sind in Modeoheim. In meinem Herzen bin ich immer noch ein Soldatkämpfer. Lazar ist bereits unterrichtet, vermutlich lässt er in Kürze nach dir schicken. Jo.
Was hat er jetzt nochmal angehabt? Eine Shinra-Uniform. Die haben keine Shinra-Uniform an. Ach, er hat sich doch letztes Mal schon so komisch benommen, als wir ihn angesprochen haben. Als die Missionsreihe noch gar nicht angefangen hat, war er doch auch schon da, oder? Du hier? Alles im grünen Bereich, Soldat, Sir. Wieso spricht der Miskal mich auch dauernd an? Jetzt haben wir ihn quasi irgendwas flüstern gehört und jetzt, ja. Verdammt, ich bin aufgeflogen. Zack. Hier ist Zack, ich habe einen Wutherspion enttarnt. Du bleibst schon hier, hörst du? Das war der. Wenn sie irgendwas aus ihm rausquetschen können, bringt uns das vielleicht eine neue Mission ein. Hier ist alles, was ich über den dritten Spion weiß. Er soll sich auf die Soldatetage geschlichen und vertrauliche Shinra-Informationen an sich gebracht haben. Seiner Tollkühnheit nach zu urteilen, ist er vermutlich als jemand verkleidet, der mit Shinra Geschäfte macht. Ja, das ist leider einer, den wir im Shinra-Gebäude finden. Das heißt, da müssen wir jetzt tatsächlich wieder hinten zurück. Wir werden diesen dritten jetzt hier noch machen und dann werden wir den vierten, fünften und sechsten in der nächsten Folge machen. Das ist eine ganz einfache Lösung, die ich jetzt mal so antizipiert habe, ja. Lalala. Haben wir jetzt eigentlich schon neue Missionen freigeschaltet? Jetzt mal so rein aus Interesse. Okay, haben wir. Das sind, ich glaube, für jeden Wutherspion, den man einfach enttarnt, schaltet man eine Mission frei. Das heißt, es werden insgesamt 6. Das ist soweit ziemlich logisch. Also. Nanu, da kommt ja wer aus dem Aufzug. Hi. Das ist nämlich einer, der mit Shinra Geschäfte macht. Also er ist als einer verkleidet. Wie uns ja schon gesagt wurde. Und er hat so eine Krawatte und so. Also ständig vertausche ich die Etagen. Was guckst du schon? Mir ist überhaupt nichts verdächtig. Du bist durchschaut. Vollkommen korrekt. Und den haben wir auch geschafft, beziehungsweise enttarnt, so. Ist gut möglich, als dass sich der Nächste als eine Frau verkleidet hat. Das gibt einem, wenn man das jetzt nicht weiß, so wie ich, gibt einem das echt überhaupt gar keine Information. Ganz ehrlich, es laufen so viele Frauen in diesem Spiel rum. Sollte echt verboten werden, nicht Spaß. Aber das ist schon echt dann sonst ein bisschen anspruchsvoll. Ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Crisis Core Final Fantasy VII. Danke fürs Zuschauen, ciao.